Anton Heinzel, Verkehrssprecher der SPÖ, ist der nächste Redner. Meine Damen und Herren, hohes Haus, laut einer Erhebung vom Verkehrsclub Österreich haben 3/4 aller Österreicherinnen und Österreicher eine Bushaltestelle, sprichwörtlich direkt vor der eigenen Haustür, also ungefähr im Umkreis von weniger als 500 Metern. Über 90% aller Österreicherinnen und Österreicher haben eine Haltestelle, zumindest im näheren Umkreis ihres Wohnhauses, so circa innerhalb von 1500 Metern. Dieses dichte Netz zeigt sich in den Nutzerzahlen von öffentlichen Bussen ganz klar. Noch ein paar Ziffern: rund 600 Millionen Menschen fahren im Jahr mit dem Bus, davon 335 Millionen direkt mit den Regionalbussen. Und es ist daher wahrlich keine Übertreibung zu sagen, besonders der Regionalbus ist für die Mobilität der Menschen sehr, sehr wichtig, insbesondere für Schüler, Pendler und ältere Menschen. Gleichzeitig ist im Busverkehr noch Potenzial nach oben sicherlich vorhanden. Und ich darf hier ein Beispiel nennen: in meiner Heimatstadt St. Pölten wurde vor wenigen Jahren das Bussystem komplett reformiert und dabei viel Wert gelegt auf Qualität, Einfachheit der Benutzung und so weiter. Und bereits im ersten Jahr stieg die Zahl der Fahrgäste um 40%. Seitdem werden Jahr für Jahr es mehr Menschen, die den Loop-Bus benutzen, und im Vorjahr nutzten bereits 4,5 Millionen Menschen den Stadtbus, und das bei einer Einwohnerzahl von etwas mehr als 50.000 Einwohnern. Sehr geehrte Damen und Herren, dies und andere Beispiele bestätigen meines Erachtens, was auch die Experten sagen: Fahrgäste nützen die Öffis ganz einfach dann, wenn sie eine hohe Qualität aufweisen, Zuverlässigkeit aufweisen und Service und ein gutes Informationsangebot haben. Das zeigt sich für die Ausschreibung durch die öffentliche Hand. Das ist mir ganz wichtig zu sagen: der Billigstbieter ist nicht immer der Bestbieter. Und wenn bei einer Ausschreibung ein Unternehmer gewinnt, der zwar 5% billiger war, aber dafür der Fahrer nicht einmal die Strecke kennt und keine Streckenkenntnisse hat oder für Fahrgäste keine Informationen bietet, dann ist niemand geholfen. Ganz im Gegenteil, auch natürlich sinken dann die Zahl der Fahrgäste. Und deshalb, sehr geehrte Damen und Herren, ist es äußerst begrüßenswert, dass alle Fraktionen hier im Hohen Haus im Rahmen einer Ausschussfeststellung unseren Herrn Bundesminister Alois Stöger ersuchen, einen Leitfaden für die Berücksichtigung von Sozial- und Qualitätskriterien bei Ausschreibungen im Busverkehr auszuarbeiten. Und ich gehe davon aus, sehr geehrte Damen und Herren, dass sich die ausschreibenden Stellen wie Länder, Gemeinden und Verkehrsverbünde auch dann in der Zukunft an die Empfehlungen des Ministers orientieren werden und sich auch an die Empfehlungen halten werden. Dankeschön. Argumentiert Anton Heinzel, der Verkehrssprecher der SPÖ.